Obwohl wir hier gerade bei Kaffee und Kuchen sitzen, muss ich euch leider ganz kurz, deswegen fahren wir kurz die Musik runter. Es muss kurz eine Sekunde der Stille herrschen. Es ist nämlich etwas, es ist etwas Trauriges und Schreckliches passiert. Ich weiß nicht, wie ich es euch sagen soll. Sega beendet die Entwicklung von Hyenas. Die Frage, die ich jetzt in den Raum stelle, und bitte seid mir da ehrlich, wer hat was anders erwartet? 28. September, hey, das ist ja heute, 2023. Die Veröffentlichung des FPS First-Person-Shooters ist für 2023 geplant. Hyänen, zu Deutsch, wird letztendlich nicht über die Testphase hinausgehen. Tatsächlich beschloss Sega nach einer Beta, die kein Interesse an dem Spiel wecken konnte, das Projekt zu beenden und den Titel einfach zu stornieren. Jesus! Also ich bin ganz ehrlich, jetzt mal unter uns, mich wundert es tatsächlich nicht, dass Hyenas nicht mal mehr entwickelt wird. Ich meine, das ist das Extrem, damit haben vielleicht echt nicht so viele gerechnet. Muss man jetzt mal echt ehrlich gemeint, dass es gar nicht erst erscheinen wird, hat keiner damit gerechnet. Was jeder gerechnet hat, ist, wenn es erscheint, dass es nach spätestens einer Woche kein Schwein mehr spielt. Aber dass es so weit kommt, dass es erst gar nicht weiterentwickelt wird. Ich meine, Chapeau an Sega, muss ich ganz ehrlich sagen. Da applaudiere ich tatsächlich an den Videospielentwickler oder in dem Fall Publisher, aber keine Ahnung, welches Studio das entwickelt. Aber ich kann ehrlich sagen, Applaus, dass ihr die richtige Entscheidung getroffen habt, offensichtlich. Bevor ihr einfach noch mehr in die Miese geht, weil das wäre ein Minusprojekt gewesen, auf jeden Fall. Für alle, die den Kontext nicht ganz ehrlich wissen, wir haben vor geraumer Zeit, gab es eine Testphase von Hyenas. Die Game interessanterweise auch länger, als man gedacht hat, weil ich mich gefragt habe, wie willst du das Game länger als einen Tag spielen? Das war im Endeffekt, es fing schon damit an, dass dieser Shooter, First-Person-Shooter, als Extraction-Shooter markiert ist. Wir können uns das ja mal auf Steam anschauen. Ich glaube, das war auf Steam. Genau, das war im Endeffekt halt hier dieses, ihr seht es vielleicht, so ein bisschen mit so Retro-Arcade-80er-Style-mäßigen lustig-lustig, ist man halt da durch so Space-Arenen geflogen mit Schwerkraft, also wo du teilweise die Schwerkraft aufschalten konntest und rumfliegen konntest und hast dich halt mit verschiedenen Klassen, die unterschiedliche Fähigkeiten hatten. Im Endeffekt so eine Art Hero-Shooter, hast du dich halt mit verschiedenen Teams, mehreren Teams auf einer Map halt gemessen und musstest dort so Tresoren knacken, dort Kohle klauen. Und wenn du ein Maximum von mindestens 10.000 Geld halt erreicht hattest, konntest du halt mit dem an so einen gewissen Extraction-Punkt abhauen und musstest das extracten. Das Interessante an der ganzen Sache war, dass die Entwickler das als Extraction-Shooter deklariert hatten, dieses Spiel, was einfach komplett falsch war, weil das nichts mit einem Extraction-Shooter zu tun hatte. Ein Extraction-Shooter ist ein Genre im Shooter-Bereich. Da fallen so Games rein wie zum Beispiel Escape from Tarkov oder Sachen auch von mir aus Hunt Showdown, ne, oder zuletzt The Cycle Frontier oder was auch immer. Und dieses Game hatte nichts damit zu tun, weil du hast nicht irgendwie Ausrüstung, die du im Spiel gesammelt hast, wie Waffen oder eine bessere Weste oder Granaten oder was auch immer. Die hast du nicht dann irgendwie rausgenommen und in so einen globalen Stash außerhalb der Game-Runden gehabt und konntest die dann in die andere Runde mit reinnehmen. Nein, das eigentliche Extracten, also die Sachen rausziehen aus dem Level, war halt der Spielmodus, weil du das Geld halt klauen musstest, um die Runde zu gewinnen. Aber das hat, außer dass du halt dann am Schluss, wenn du Gewinner warst, mehr EP bekommen hast, hat dir das nichts gebracht. So, deswegen war das kein Extraction-Shooter. Das war schon mal komplett falsch, was sie da im Endeffekt deklariert haben. Ich weiß nicht, ob sie es wegen Unwissenheit so deklariert haben oder ob sie einfach dachten, wir machen den Tag Extraction-Shooter mit rein, weil es einfach ein bisschen Hype verursacht, weil halt Extraction-Shooter gerade so ein heißes Eisen sind. Viele Studios entwickeln ja gerade. PUBG macht einen eigenen Extraction-Shooter. Shroud und Sacred arbeiten ja an einem Extraction-Shooter. Da kommen ja immer mehr Extraction-Shooter, das würde so das nächste Battle Royale so ein bisschen. Und auf jeden Fall ist das Game in einem Playtest gewesen. Wir haben es ein bisschen angespielt, solo und auch mal in einem Team. In dem Team war es weitaus spaßiger, logischerweise, weil du dich absprechen konntest. Ansonsten war es ein ziemlicher Clusterfuck. Aber overall war sofort klar für jeden, der ein bisschen Computerspiele da draußen spielt, dieses Game wird nach kurzer Zeit wieder weg sein, uninteressant sein. Weil es einfach trotz seiner Art nicht irgendwie so viel langfristigen Spielspaß bietet, als dass du das über längere Zeit spielst. Es war halt so ein Game für zwischendurch so. Die erste Woche halt mal 2, 3, 4 Tage am Abend spielen mit deinen Kumpels auf Discord und TeamSpeak und das war's. Right? Das war eigentlich für jeder, der mehr erwartet hatte von dem Game. Also don't get me wrong, aber da muss man noch mal ein paar Jahre Games zocken, den Videospielmarkt erleben. Was ja nicht heißt, dass nicht Leute daran Spaß gefunden haben. Was aber jedoch heißt, dass nicht genug Leute das Game gespielt haben und nicht daran Spaß gefunden haben. Denn wenn wir uns mal die Steam-Charts anschauen, das wird ja in dem Artikel auch beschrieben, dass einfach ein wenig Interesse da war, können wir gucken, dass Closed Beta 2200 maximal im Peak am Start war. Momentan natürlich keine mehr, weil das Game nicht mehr da ist. Aber 2200 Leute für so einen Test, der verfügbar war für den einen oder anderen, das war auch, glaube ich, die Problematik, die sie hatten, dass sie nicht jeden mit reingebracht haben. Das hat immer das Problem bei so Closed-Sachen. War aber jetzt auch nicht so krass, dass so viele aktiv gespielt haben. Und jetzt haben sie wohl die Entwicklung eingestellt. Wir lesen mal kurz weiter. Eine Entscheidung, also die Einstellung dieser Entwicklung, die nicht nur auf den mangelnden Enthusiasmus rund um die FPS zurückzuführen ist, da die gesamte Sega Europe-Niederlassung
von einer Umstrukturierung betroffen ist. Zusätzlich zu Hyenas, das ist irgendwie eine komische Übersetzung hier. Andere Spiele, die noch im Schatten lagen, wurden nach der letzten Vorstandssitzung von Sega Sammy abgesagt. Also es wurden scheinbar noch ein paar Spiele, die Sega am Start hat, abgesagt. Nicht nur Hyenas. Weiter ist, in einem kommuniziert, der Mutterkonzern begründet seinen Restrukturierungsplan, vor allem mit dem Nachfragerückgang nach Covid-19 sowie der inflationsbedingten Konjunkturabschwächung im europäischen Raum. Die Rentabilität ist daher auf Seiten von Sega Europe drastisch gesunken, bis zu dem Punkt, dass der japanische Riese am 31. März 2024 standenden Geschäftsjahres mit einem Verlust von fast 14,3 Milliarden Yen oder umgerechnet 90 Millionen Euro rechnet. Es bleibt zu hoffen, dass diese Umstrukturierung nicht zur Massenentlassung für das Unternehmen führt. Studios arbeiten mit Sega Europäischen Tochtergesellschaft zusammen. Also das ist jetzt eine grobe Übersetzung von dem, was da passiert ist. Ich habe versucht, einen deutschen Artikel rauszufinden. Die Deutschen sind noch hinterher. Die anderen Sachen sind gerade vor 2 Stunden so online gegangen, international. Wenn ihr euch da mal einlesen wollt, googelt einfach mal. Aber das ist im Endeffekt das große Ganze. Das Game Hyenas von Sega, der Hero-Shooter, was es schlussendlich war, der ähnlich auch ist wie The Finals, was ihr vielleicht auch kennt, was wir hier auf dem Kanal gespielt haben, wo es ja auch darum geht, Geld zu klauen und so, wurde jetzt eingestellt, weil einfach das Interesse viel zu klein war und kein Schwein gefühlt das Game gespielt hat oder sich reingezogen hat. Das hat man damals auf Twitch gesehen, das war super uninteressant und war wohl spielertechnisch auch nicht so krasses Ding, dass die sich jetzt dazu entschlossen haben, das Game wirklich auch an den Start zu bringen. Und ich kann es nochmal sagen, ich finde es tatsächlich einen guten Move, muss ich echt mal sagen, dafür, dass ein Game eingestellt wurde. Ich bin nicht traurig, dass es nicht kommt. Klar hätte man sagen können, hey, ein Game, was du mal 1-2 Tage spielen kannst und ein bisschen was im Content machen kannst. Aber ich sag's euch, wie es ist. Endlich mal ein Video ins Studio, was sagt, hey, wir machen die Scheiße nicht mit. Wir haben Kacke, also wir haben Scheiß gebaut, wir lassen es einfach, keiner will das spielen. Und ich hoffe, das zeigt auch manchen Spielentwicklern, wie da draußen der Magen läuft, weil... ist schon traurig. Da kommt mir fast die Kotze ein bisschen hoch. Die Leute sollten heutzutage einfach entsprechende Player fragen, was sie haben wollen. Und dann halt Leute, die so ein bisschen in der Welt drin sind, dann würden die auch wissen, dass sie sowas gar nicht auf den Markt bringen müssen. Weil das Game ist halt, das ist nichts Besonderes gewesen. Es war nichts Besonderes. Es hat nichts großartig anders gemacht als das, was es davor schon zigmal gab. Es war immer wieder der gleiche Kram und du kannst natürlich sagen, ja, aber was willst du neu machen? Ja, eben nicht so wirklich was. Also wenn du nicht Vollgas was reinsteckst und wirklich weißt, ey, das ist ein System, das funktioniert und wir machen das jetzt halt in unserem Stil oder ein bisschen besser, dann brauchst du solche Games heutzutage nicht rausbringen, vor allem im Shooter-Bereich. Die sind so schnell, wie die da sind, sind sie schon wieder weg. Das ist was anderes, wenn du halt so abgefahrene Sachen hast wie Baldur's Gate oder so. Ist dann so ein krasses Thema. Ist auch ein Nischen-Game, aber das hat eine krasse Community und die Leute warten seit Jahren darauf. Shooter kommen die ganze Zeit raus und wenn du da nicht wirklich was Geiles hast, was super taugt und so, dann oder ein riesen Hype-Game hast, was seit Jahren das Gleiche bringt, siehe Call of Duty, dann kannst du es einfach stecken lassen. Und es ist gut, dass sie es stecken lassen, weil ein Game weniger, was man einen Tag spielt und dann sich fragt, warum habe ich es eigentlich gespielt? Ist echt so. Ich hoffe, das hat auch positive Auswirkungen auf den Shooter-Welt da draußen. Und andere Entwickler sehen, dass sie vielleicht solche Games nicht produzieren sollten, was kein Schwein interessiert. Kein Schwein. Wirklich.